Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, wir sind noch hier vorm Ladebildschirm, denn ich habe zwei Mods hinzugefügt. Hospital und Share the Load. Der Hospitality, das ist der mit den Besuchern, dass wir Besucherzimmer bauen können und dann können die bei uns arbeiten, können Geld zahlen, können einkaufen, etc. Fand ich ganz cool. Ich wollte eigentlich die ganzen Vegetable Garden Sachen machen. Hab die aber erstmal weggelassen. Ich finde die eigentlich ganz cool. Es erweitert die Produktion. Ne? Dann ist das zum Beispiel, dann würde hier jetzt kein Teufelsgarn rauskommen, sondern Teufelsfaden. Und der Teufelsfaden muss erstmal zu Teufelsgarn weiterverarbeitet werden und sowas. Ne? Ihr kennt das. Ich habe den sonst immer drin. Oder dann auch hier die Gourmet-Küche und sowas. Wollte ich eigentlich mit reinnehmen, habe ich erstmal weggelassen, weil das macht das natürlich alles irgendwie größer und komplizierter. Was heißt komplizierter? Es dauert einfach alles länger. Weil da muss natürlich erstmal alles verarbeitet werden. Ne? Share the Load ist im Prinzip ganz einfach. Wenn wir mehrere Träger haben, können die jetzt alle gleichzeitig das hier beladen, dass wir nicht immer nur auf Avia warten müssen. Dass ich den nicht vorher drin hatte, keine Ahnung warum eigentlich. Und anscheinend sind hier noch Fallen, die noch gar nicht platziert wurden. Interessant. Zwei Stück, so viel ich das jetzt sehen kann. Fangen wir von hier an. Weißt du was? Die Reihe machen wir jetzt fertig. Ich kann leider nicht die linke Maustaste gedrückt halten und es rüberziehen. Das wäre schön. Ach, ich habe den Fall nur nicht mit reingenommen. Ich habe den aber auch tatsächlich nicht in der Liste gesehen. Muss ich nochmal genauer gucken. Vielleicht habe ich den gar nicht mehr abonniert. Da muss ich den nochmal raussuchen. Vielleicht war der nicht mehr kompatibel. Bei dem muss natürlich eine Brücke gebaut werden. Ah, so, sehr gut, Avia. Deswegen, kollektive Feier, starten wir, sobald Avia fertig ist. Wenn Avia fertig wird. Kann ja sein, dass sie vorher aufhört. So. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Genau jetzt? Wirklich? Kämpfen die gegeneinander oder gegen uns? Das sind viele. Aber es sind Dorfwille, also hier ein Stamm. Also die könnten tatsächlich gegen uns vorgehen.
freundliche Besucher. Wunderschönes Ritual. Ich überlege, ob wir stürmen sollen. Dass wir die hier unten wegholen. Dass wir den Angriff sozusagen starten gegen die hier. Ich hoffe, dass die Linken dann noch nicht direkt angreifen. Aber wir starten den Angriff gegen die. So, und dann gehen die da rüber. Ich glaube, wir lassen die alle liegen. Die können wir mitnehmen, das können wir auch mitnehmen. Das lassen wir alles liegen, das ist ja alles Müll hier. So, die starten den Angriff. Die sind auch tatsächlich schneller als wir. Wir sind einfach nur besser ausgerüstet. Gut, die hier oben räumen wir weg. Wir wollen hier oben dann nichts liegen haben. So, das hier oben wird weggeräumt. Fraktionsverteidigung, okay. Ja, die sind alle so ein bisschen verletzt, aber es dürfte eigentlich nichts Schlimmes sein. Es wurde nichts abgeschlagen. Das wäre ja im Prinzip das Schlimmste, was passieren könnte. So, wir sind 3 im Plus. Das war das letzte Geothermalkraftwerk in unserer unmittelbaren Nähe. Aber hier sind wahrscheinlich noch viel mehr. Ich sehe zwar gerade keine. Da ist eins. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Die leben hier ja immer noch. Boah, den hätten wir eigentlich uns holen können. Aber gut. Hätten wir Micha wieder dabei gehabt. Ein Geschenk. Schildrucksack. Not bad. Not bad. Üppige Mahlzeit vegetarisch.
Mann, da soll. Üppige Mahlzeiten sollen da gesteckt werden. Das liegt jetzt hier alles draußen. Irgendwie ist das doof. So, aber wie sieht's aus? Können wir weiter bauen oder noch nicht? Ach shit, ich habe hier die Fallen aufgetragen. Die Schlafkrankheit. Behandelt ihn auch einer? Ein Staatsdiener. Das Silberabbaulager. Das können wir uns mal angucken. Da können wir ein bisschen Silber klauen. Wenn das nicht zu weit weg ist. Hier. 600. Ich habe aber noch keine Transporttiere, fällt mir gerade ein. Aber wir haben auf jeden Fall Nahrung, um Gäste durchzufüttern. Das heißt, ich muss auch noch einen Gästebereich bauen. Ah, wir sind beim Stachelfallen tragen. Dann geht's auch mal weiter. So, wir haben den Subkern Rausrupper, also den, wir haben den hier, dann haben wir hier den Ripper und den anderen. Also den Rausholer, den Ripper, den, dann hätten wir hier noch ein paar Plätze frei tatsächlich. Für den Großen. Ah, wir hatten eine Falle ausgelöst. Oh. Ich könnte den Großen vielleicht hier in die Ecke machen, wenn ich den dann hier hinsetzen würde. Dann machen wir hier wieder kleine Megladestationen, hier große. Keine Forschung. Haben wir denn irgendwas, was wir jetzt unbedingt forschen sollten? Den hier.
Den brauchen wir noch. Sprengfallen zur Verteidigung, aber wir brauchen erst noch was anderes. Aber hier Penicillin brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Weil es schützt nicht vor Grippe, sondern vor Pest und Malaria. Aber sind wir dagegen nicht geschützt? Weiß ich nicht. Aber Medizinherstellung wäre nicht schlecht. Ist schnell geforscht. Nehmen wir rein. Könnten überlegen, auch wieder auf Solar zu gehen. Brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Ich werde diese Toilette wegreißen. Und werde jetzt erstmal für alle anderen hier eine hinsetzen. Für die, die jetzt noch kein Schlafzimmer haben, bis ich die öffentlichen Badezimmer habe. Du hättest das direkt mit hochnehmen können. Aber er wird mittlerweile auch noch gut in Pflanzen durch hier das ganze Bäume fällen. Wir haben ja kein Holz, aber es geht ja auch darum, dass die Fallen erstmal rübergetragen werden. Und da sind wir ja gut dabei. Es kostet halt Zeit, ne? Das muss man dazu sagen. Heißt das jetzt, dass hier irgendwo eine Falle fehlt? Tatsache. Komisch, dass hier diese automatische Reaktivierung nicht mit drin ist. Vielleicht ist das bei denen, die umgesetzt wurden. Ist das nicht aktiv? Hier sind sogar zwei ziemlich nah beieinander noch. Haben wir hier noch? Hab ich die eben einfach nur nicht gesehen? Also wenn wir den holen, holen wir direkt beide. Alter, die Schlafkrankheit dauert ja lang. So, ich muss aber auch jetzt langsam auf elektrischen Nähtisch gehen. Aber wir haben kein Holz. Aber wir haben Stahl. Sind hier, sind die Bäume hier nicht ready? Es gibt ein paar, die ready sind. So, jetzt haben wir Holz. So, Produktion. Elektrischer Nähtisch. So, Mending. Bauen wir auch mal. Deswegen bauen wir ja den Nähtisch. Was kannst du eigentlich? Handwerk, Bergbau.
Wäre gar nicht so schlecht, ist aber ultra immun hier. Absolut loyal. Alter, super immun. Hat aber Asthma. Müssen neue Lungenflügel rein. Ich muss wirklich mal nach einem Mod suchen, dass diese Baumstümpfe automatisch mit weggeerntet werden. Also dass die am besten so wie hier dieses Cut Blind, ne, wenn diese Seuche kommt, dass die automatisch auswählen, dass das auch mit Baumstämmen kommt. Wenn einer so einen Mod hat, ne, gerne in die Kommentare damit. So einen Mod suche ich tatsächlich. So, wir forschen den jetzt. Den, dann den. Das ist der Plan. Vielleicht gehen wir noch auf die adligen Sachen für Sada. Wobei, die hat die Rüstung. Brauchen wir eigentlich nicht. Eine Autobong? Die habe ich ja noch nie gesehen. Berauschtes Leben braucht man da wohl. Wir haben auch keinen Marmor mehr. Kommt. Sada auf Position. Guter Schuss. Kann ich denn für Hilfe anfordern? Nahrungsmittel. Brauchen wir nicht. Ja, mit den Fallen habe ich jetzt keinen Gefallen getan, dass ich das jetzt hier oben zuerst fertig gemacht habe. Aber ich muss sowieso drauf warten, dass ich wieder genug Bauteile habe, damit ich den bauen kann. Das heißt, ohne Bauteile kann nicht weitergemacht werden. Bauteile kriege ich dann entweder durch Handel oder Steinbruch. Solange muss Arwer dann an den Fallen arbeiten. Ich kann aber schon mal einen Flugplatz, eine Landing Zone, hier kann doch ein Schiff landen. Keine Bäume sind da, die stören.
Eine schöne, gewaltige Skulptur. Wir steigen. Okay, ich meine, wir brauchen 35.000, ne? Das bedeutet aber, dass wir es nicht der Reichtum Gegenstände, sondern es geht nach Reichtum gesamt. Weil ich hatte keinen anderen Reichtum, der sonst genug war. Das heißt, ich bin mit meinem Reichtum schon fast so weit. Das heißt, ja, wenn ich jetzt noch ein paar Kunstwerke baue, könnte das tatsächlich ganz schnell gehen. Das heißt ganz schnell, aber es könnte schneller gehen als die anderen Male, dass wir den Quest fortsetzen. Dabei, ich muss den hier noch zu Ende forschen, fällt mir gerade ein. Das habe ich ja aufgehört, weil den Leuten es so schlecht ging. Na, solange die Stimmung gut ist, kann sie hier auch weiter forschen. Müssen wir halt jetzt ein bisschen drauf achten. Aber wer nimmt ein Bad? Ist es da zu dunkel? Ja, die wollen halt nur die Altersumkehr. Das ist denen wichtig. Wenigstens ging das mit dem Bad relativ schnell. Ah, shit. Das letzte Bauteil geht jetzt drauf. Dabei war das so die ganze Zeit außer Betrieb. Der Nährwertverbrauch ist relativ hoch. Aber es sollte noch gehen. Bei Kunstwerken nehmen wir Jade jetzt mit rein. Okay, der Stahl ist schon mal drin. Sag mal, Avia, könntest du vielleicht, damit wir hier den erlauben können, mal gerade ein bisschen die Wände priorisieren? Sollte doch kein Problem sein, oder? Der müsste automatisch mitgeglättet werden. Hoffe ich. Und dann mach die drei direkt mit. Dann könnten wir direkt Strom reinlegen.
Und perfekt. Können wir den mit reinnehmen? Gäste. Ich habe noch keine Einkaufszone. Essen ist kostenlos für Gäste. Nein, die bezahlen fürs Essen. Gäste abweisen, bis es Betten gibt. Ich weiß nicht, warum man Freundschaften aufbauen soll. Ja. Eine Einkaufszone haben wir noch nicht. Die werden wir dann erstellen. Aber wir haben noch kein Gebiet für die. Schönes Hightech-Bauteil. Sehr gut. Das hier muss unbedingt priorisiert werden jetzt. Wir brauchen die Träger und die Reiniger. Strom können wir schon mal da hochlegen. Perfekt. Guck mal, hier ist auch noch eine Stachelfalle. Die noch nicht hier rübergetragen wurde. Können wir sagen, die hier? Machen wir den hier einfach dahin. Pascal kriegt einen Hitzeschlag. Ah, er wird überleben. So, jetzt haben wir alle ausgewählt in dem Bereich. Die sind alle. Was mit dem? Der ist auch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist der hier noch nicht? Müssen wir nochmal. So, ganze Karte. Hier sind noch zwei, die sind aber. Gut. Ich habe auch das Gefühl, je mehr das erforscht wird, desto mehr breitet sich das aus. Kann das sein? Das heißt, wenn wir es nicht erforschen, breitet sich auch nicht aus. Aber wenn das jetzt Hälfte ungefähr ist, ne? Und der Radius sich noch verdoppelt, okay, das wird auf jeden Fall meine Basis erreichen. Oder ist das schon Max-Radius? Das wäre natürlich dann super, wenn das Max-Radius wäre. Aber ich habe das Gefühl, dass es größer geworden ist, wenn man da forscht. Naja, egal. Das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Also bis dann. Ciao.